Es gibt ein freiheitliches Bewegungsgesetz und das heißt Oppositionsbank, Regierungsbank, Anklagebank. Und jetzt sind wir so wieder so weit. Aus den Anständigen und Tüchtigen werden gerade wieder die Abgängigen und Flüchtigen. Und jetzt soll mir keiner erzählen, diese ganze Schmiergeldgeschichte und Korruptionsgeschichte war eine Geheimaktion von Strache und Gudenus. Ich bin mir sicher, die gesamte freiheitliche Spitze war informiert, insbesondere auch Norbert Hofer und vor allem die beiden Generalsekretäre, die ihre Wahlkämpfe organisieren, Wilimski und Kickl. Das werden wir aufklären, aber jetzt möchte ich vor allem eins, den Namen des gemeinnützigen, freiheitlichen Schmiergeldvereins. Bitte den Namen auf den Tisch und dann untersuchen wir im Parlament. Politische Konsequenzen, vor allem auch für die Regierung. Ich erwarte mir, dass der Bundeskanzler zum ersten Mal Charakter beweist und dass es jetzt eine Kurzgarantie gibt. Egal, ob jetzt gewählt wird oder nicht, es gibt keine Koalition mehr mit dem, was von der rechtsextremen und korrupten FPÖ nächste Woche noch übrig ist. Das Video ist von 2017. Warum glauben Sie, dass es jetzt auftaucht? Das weiß ich nicht. Das ist eine durchaus spannende und interessante Frage, weil man das ja genauso im Wahlkampf 2017 verwenden hätte können. Das werden Journalisten beantworten müssen. Aber wichtig ist, dass wir jetzt endlich Bescheid wissen und dass wir wissen, was passiert ist. Und dass wir wissen, dass sich die Freiheitliche Partei nicht geändert hat. Und dass es völlig egal ist, wer an der Spitze steht. Jörg Haider, Karl-Heinz Grasser oder Heinz-Christian Strache, alles dieselbe Bagage.